Moin moin Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Mount & Blade Bannerlord. Mit mir ist Malte, mit Freddy von Wuchsburg. Wir sind in der Nähe von Fykon und ja, wir haben das letzte Mal so einige Aufträge erledigt und uns parallel dann immer weiter hier Richtung Norden orientiert, sind jetzt hier endlich angekommen, oben in der Nähe unserer eigenen Produktionsstätte, wo ich heute mal Hallo sagen wollte. Und viel wichtiger, wir sind jetzt auch relativ nah in der Nähe von Lykaror, wo ja zielmäßig wir unsere zweite Produktionsstätte jetzt bald errichten wollen. So zumindest mein Plan, mein Ziel und ja, dementsprechend würde ich mich darum ganz gerne heute mit euch kümmern. Wir schauen uns die ganze Geschichte nach und nach jetzt erstmal an. Ja, beim letzten Mal haben wir so ein bisschen noch Probleme festgestellt gehabt mit den Kollegen hier vorne in Fykaron. Wir hatten dort nämlich einen Auftrag annehmen wollen, der sich um die Wilderer dreht. Also wir wollten hier einem Handwerker helfen, da darf ich jetzt nochmal hin, dankeschön. Der sich um Handwerker dreht, der ja ein paar Wilderer hatte. Das war, ich glaube tatsächlich auch dieser Kollege mit dem Auftrag war es gewesen. Und da hat uns das letzte Mal ein Spiel den Strich durch die Rechnung gemacht. Der hat das nicht mehr geschafft mit dem Kollegen, dass wir mit dem sprechen können. Wir werden das jetzt nochmal probieren. Wenn er jetzt uns wieder einen Strich durch die Rechnung macht, dann wissen wir momentan, dass das der Auftrag ist, der momentan nach dem letzten Update, dass wir das im Verlauf der letzten Woche kam, dass das Ding jetzt hier ein bisschen geschrottet wurde. Wir sprechen jetzt mal mit dem und schauen mal, was passiert. Ob sich der Ladeball wieder aufhängt. Ah, noch galoppiert das Pferdchen. Los, galoppier weiter. Das zeigt mir wenigstens, dass du arbeitest. Aber nee, ich glaube, diesmal haben wir, glaube ich, mehr Glück. Sieht zumindest jetzt gerade für mich so aus. Ah, wobei. Ja, doch, komm. Jetzt gib mir endlich das Gespräch hier. Oh, puh. Es ist geschafft, sehr schön. So, wie ich höre, haben sie kürzlich einen Banditen gefangen. Als Händler sind wir ihnen dankbar für ihre Bemühungen. Ja, immer wieder gerne. So, ihr braucht Hilfe bei einem Problem. Ihr habt genau, du hast Fälle, Gerberei, Jäger, allzu viele Fragen, genau. Geh nach Saldanis, alles klar. Ja, ich werde mich höchstpersönlich darum kümmern, definitiv. Ja, genau, wenn wir spät Nacht ins Dorf gehen, sollen wir in der Lage sein, sie aufzuspüren. Ja, Saldanis, das ist also der Ort, wo wir jetzt hin müssen. Dann werden wir das erstmal hingehen. Uns die Kollegen vorknüpfen, dann werden wir den Rest hier vorne dann verkaufen. Saldanis. Sehen wir auch relativ gut hier unten. Das waren die Kollegen, dann werden wir natürlich das einmal hingragen, einmal hingehen. So, und dann können wir hier jetzt einmal für einige Zeit warten, ne? Ja, wir müssen ja warten jetzt darauf, dass es Nacht wird, damit wir den Auftrag hier anfangen können. Ist okay, wir haben sowieso noch zwei Verwundete, von daher kommt mir das eigentlich ganz gelegen. Wobei, aufhören zu warten, ich brauche noch, nein, nicht Handel, ich wollte noch zwei Truppen rekrutieren. Also nochmal zurück, Handel, nein, wie komme ich mal auf Handel, ich bin doof, so, Trupp rekrutieren. Oh, sie haben sogar einen kaiserlichen Bogenschützen, nehmen wir den natürlich schon mal instant mit. Und dann noch zwei Rekruten, so, zack, fertig ist der Spaß. Genau, so, nehmen wir die nochmal mit und jetzt wieder für einige Zeit hier warten. Haben wir so 50 jetzt auch tatsächlich voll. 90 Taler dafür bezahlt. So, und Kampf gegen die Wilderer. So, Männer, seid ihr alle soweit? Dann einmal Charge. Gibt nichts, wovor wir uns fürchten müssten. So ein paar Wilderer sind jetzt auch nicht wirklich das ganz große Ding. So, zack. Treffer. Treffer. Na, leichte Ladeprobleme hier wieder. So, Wilderer erledigt. Ja, unsere Jungs kämpfen sich da jetzt nach und nach durch. So, dem Reiter nochmal helfen hier. Ja, und jetzt geht der Spaß tatsächlich nochmal richtig los. So, dann nehmen wir die Jungs jetzt mal ein bisschen hops hier. Ja, okay, das klappt nicht so ganz. Oder hat schon besser geklappt.
So, im Abschnetzeln von Flüchtenden bin ich aber immer tatsächlich ganz gut. Dafür reicht es dann bei mir noch. Und wir haben den Kampf gewonnen, der Feind flieht. Mal gucken, ob ich nochmal eben kurz die Gratis-Kills mir absnacken kann. Weil das sind tatsächlich schon, wie ich gerade sehe, ein paar Wilderer, die durchaus ein bisschen mehr drauf haben. So, zack, fertig. So, Freddys Gruppe, wir können mal ganz kurz reinschauen. Wir haben 12 Tote jetzt, 2 Legionäre, 1 Veteran-Infanteristen, 5 Rekruten, okay. Ein Infanteristen, ein Wiegler-Rekrut hat's erwischt und ein Reichsbauer. Oh. Ja, das ist jetzt nicht ganz so geil, glaube ich, gelaufen. Ja, wir haben auch ein paar Level-Ups, die wir natürlich jetzt hier machen, aber so insgesamt hätte ich mir das auch geiler vorstellen können. So, wir haben 25 Gefangene, die wir mitnehmen können. Das heißt, wir nehmen die 10 Miliz gefangen, die 10 Sperrmiliz gefangen. So, dann haben wir die Jungs schon mal am Start. Dann machen wir daraus jetzt, ja, das ist eine gute Frage, was mache ich aus den Jungs denn? Ja, schauen wir gleich. Ich habe erstmal Epitor wieder hier, den muss ich wieder einordnen. Kaiserlicher Bogenschütze müsste ungefähr hier hin, genau. So, und dann müssen wir gleich schauen, hier nochmal ganz kurz ein paar Legionäre draus machen. Ja, also wir haben jetzt momentan 9, 10, 11, 12 Infanteristen und wir haben 12 Bogenschützen. Okay, das heißt, wir können also auch 1-1 draus machen, fertig ist der Spaß. So, einen neuen Infanteristen, zack. Ja, und dann passt das tatsächlich hier wieder. 330 zahlen wir. Und jetzt kriegen wir tatsächlich noch das mit, was wir hier noch irgendwie mitnehmen können. Dürfen wir jetzt hier fleißig mitnehmen. Ja, dementsprechend also erstmal alles rein hier. Und dann werden wir da später uns mal drum kümmern, was das denn hier wie so bringt. Gut, okay. Dann einmal damit rein hier. So, Armee... So, Beziehung hat sich auf 6 erhöht. So, Armee der Wilderer abgeschlossen. Sehr schön. So haben wir jetzt natürlich jetzt viele Verwundete, aber das ist in Ordnung. Wie gesagt, ich wollte die Kohle jetzt hier haben aus der ganzen Geschichte. Mit dem Kollegen muss ich jetzt nicht nochmal extra reden. Kann bei so auf Handeln gehen. Mal schauen, dass wir unseren Kram hier rankriegen. Okay, jetzt ist mir gerade im Hintergrund Discord abgeschmiert. Ich glaube, das war jetzt nicht so geil, weil jetzt hat er, glaube ich, deshalb die Ladezeit hier. Oh nein, ey, wie kann denn das jetzt sein? Wie kann man jetzt im Hintergrund Discord abspielen und mir jetzt hier die Geschichte hier wieder kaputt machen, ne? Ich heule. Also das Spiel ist noch echt instabil. Wenn im Hintergrund irgendwas, auch nur irgendwas passiert, ist es zum Kotzen. Geht hier sofort was flöten. Okay, Leute, ich muss dann jetzt wahrscheinlich nochmal einmal hier Spiel neu starten. Wenn ich Pech habe, nochmal einen PC neu starten, bin gleich wieder da. So, jetzt habe ich es geschafft. Das war tatsächlich ein bisschen Arbeit gewesen. Aber ja, jetzt haben wir es hinbekommen. Was habe ich jetzt wieder neu machen müssen? Ich musste gerade eben die Schlacht gegen die Plünderer nochmal neu führen. Habe ich jetzt aber gewonnen. Ich glaube, mit ein bisschen weniger Verlusten als vorher. So, aber sind de facto immer halt Verluste. Ihr seht es auch, Verwundete sind noch immer am Start. Also leichte Zahlenveränderungen. Ansonsten jetzt aber nicht besonders viel passiert. So, wir gehen in den Verkauf hinein und sehen jetzt zu, dass wir hier ein paar Sachen erstmal loswerden, die wir überhaupt nicht gebrauchen können. So, darunter fallen jetzt hier erstmal ein paar Schilde. Ein paar Jagdbögen, die zerbrochenen Langbögen, noch ein klassischer Jagdbogen, zersplitterte Pfeile mal 18, genau, braucht auch keiner. Dann haben wir jetzt hier noch Kaufmannshüte, braucht auch jetzt nicht unbedingt irgendwer hier. So, die kaiserliche Lederhaube ausgetragen, auch keiner mehr. Ein bürgerliches Hemd haben wir noch, Tunika für Hochland-Dorfbewohner. Militärtunika ramponiert, braucht auch keiner. Beim bürgerlichen Hemd würde mich mal ganz kurz interessieren, ob das nicht vielleicht was für unsere Zivilkleidung wäre. Ne, das Ding tatsächlich schon ein bisschen eher, ein bisschen edler. Muss jetzt nicht sein. So, dementsprechend also hier wieder zurück. So, die 37 kommen rüber. So, 2000 Taler kriegen wir das für den Spaß. 2100 Taler, um genau zu sein. Ja, das ist doch schon mal ganz ordentlich. Ja, Flachs brauchen wir es hier, glaube ich, unbedingt noch nicht verkaufen. Nee, das ist soweit in Ordnung. 2100 Taler nehmen wir es mal mit. Haben hier vorne dann noch von Adena Sauerwein. Hat tatsächlich noch wieder was zu melden. Schauen wir gleich mal kurz rein. Ich brauche erstmal ein paar Ersatzrekruten. Ich brauche noch 4 Leute. 1, 2, 3, 4. Genau, an Kollegen, die uns jetzt mal eben hier aushelfen.
So, dass wir wieder auf unsere 50 Leute kommen. Und dann haben wir jetzt hier die Sauerwein. Was hat die denn? Rivalisierende Bande marschiert in Fécamp ein. Okay, lass mal hören. Das ist halt eine Gang. Bei Gang, ich weiß nicht mehr so. Wir sind jetzt eigentlich mittlerweile Adlige. So, mittlerweile müssen wir uns eigentlich so ein bisschen davon distanzieren. Wenn das aber irgendwie machbar ist, dann. Also, keine Ahnung. Sich innerhalb von Schlägertruppen einzumischen, ist schon ganz nett. Also, keine Ahnung. Wenn da so zwei richtige Schlägertruppen sind, sage ich nicht viel gegen. So, Adina Sauerwein. Mein Name ist Freddy. Darf ich euch nach eurem Namen fragen? Adina Sauerwein. Das ist übrigens ein Ausdruck des Respekts. Ich kenne euren Namen und nach dem, was man über euch sagt, würde ich sagen, dass manche trauernde Witwen kennt. Aber das geht mich nichts an. Du brauchst Hilfe. Ja, ich habe ein Problem. Sein Name ist Schöner Danos. Seine Leute haben Ladenbesitzer, die unter unserem Schutz stehen, belästigt, Geld gefordert, Drohungen ausgesprochen. Die Ladenbesitzer gehören mir und niemand darf sie sonst ausnehmen. Wir sind bereit, diesen Eindringlingen eine Lektion zu erteilen, aber ich könnte was Hilfen gebrauchen. Was genau soll ich tun? Wir bereiten uns auf einen Angriff vor. Wir brauchen etwas Zeit, um unsere Männer zu sammeln. Treffen Sie mich hier in Fécamp nach 3 Tagen, werden Sie gemeinsam angreifen. Gibt es eine andere Möglichkeit? Wenn Sie lieber nicht selbst ins Getümmel gehen möchten, lassen wir einen Begleit zusammen mit den 9 Männern da, wenn Sie sie für 7 Tage überlassen, wir sehr großen Gefallen betrachten. Ich werde mit Ihnen zusammen gegen die andere Bande kämpfen, würde ich sagen, oder? Ja, komm. So, wie gesagt, wir brauchen mindestens 3 Tage Vorbereitung. Ich melde mich bei Ihnen, wenn wir für den Angriff bereit sind. Verlassen Sie nur nicht die Stadt, bevor wir diese Gelegenheit geklärt haben. Ach, es muss ich 3 Tage jetzt in der Stadt bleiben. Das nächste Mal lasse ich auf jeden Fall einen Begleiter hier, das kann ich euch jetzt schon sagen. Das ist ja ein Riesenverlustgeschäft für mich. Gut, dass ich gerade 2000 Taler gemacht habe. Anders würde das jetzt tatsächlich mich finanziell arg treffen. Gut, okay, dann muss ich jetzt nochmal gucken, dass wir die Zeit wie totschlagen. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt tatsächlich nochmal in ein Turnier hinein. Genau, werden jetzt noch ein Turnier beitreten, weil ich muss jetzt tatsächlich noch ein bisschen Kohle reinkriegen hier. Wetteinsätze, boah, geht sogar. Genau, so zwei gegen, also Zweierteams treten wir jetzt hier an. Okay, wir sind der Nahkämpfer. Das heißt, ich gehe mich erst ums Braune kümmern. So, dann ist der gelbe Kollege jetzt dran. So, habe ich auch. So, und dann schauen wir, was hat jetzt der Epiton übrig gelassen. Wichtig ist, mich zu treffen, Vollidiot. So, gut, okay. Dann die nächste Ecke gestanden. So, Runde überspringen. Dann müssen wir jetzt gegen Epitor. Das ist ja überhaupt kein Problem. So, Epitor. Time to shine. Ich weiß schon, warum du hier nämlich nur der Geselle bist und ich der Meister. Das ist ja alles kein Problem. So, jetzt haben wir noch Zo gegen Zo. Wir und ein Kataphrakt. Ah, das ist gefährlich eigentlich. Aber er hat den Bogen, okay, dann ist gut. Schwieriger wäre es, wenn ich jetzt den Bogen gehabt hätte. Guter Treffer von den Bogenschützen von uns. Ah, shit, Treffer von dem. Aber wer zuerst den Nahkämpfer des anderen killt, ja, zack, hat gewonnen. So, Sichanis, zack, fertig. So, das heißt, bleibt nur der kaiserliche Kataphrakt übrig. So, dann machen wir den jetzt auch noch eben fertig. Nur man sagen muss, ne, Kataphrakt ist jetzt natürlich nicht ganz so ohne. Da muss man sich wahrscheinlich schon ein bisschen Mühe geben für. Ah, der hat tatsächlich schon ein bisschen mehr Tempo. Um den jetzt hier rumzulaufen, ist nicht ganz so easy. So, irgendwann muss er aber seine Deckung fallen lassen. Zack, einmal rumgelaufen. Fertig ist die Chose. So, 8 Tage Wetten. Und wichtiger ist, wir haben ein paar edle gepolsterte Fäustlinge gewonnen. Die kann man tatsächlich jetzt noch vielleicht irgendwo verhökern gehen. Also, zack, nochmal auf den Handel. So, edle gepolsterte Fäustlinge sind im Bereich 18 anzusiedeln. Ich glaube, da müssen unsere Jungs ja besser dastehen. 18 mit selbem Gewicht. Und die haben exakt dieselben Fäustlinge. Gut, dann können wir tatsächlich nochmal 600 Taler machen. So, wir machen momentan Minus gerade von 233. Deswegen ist es okay, wenn wir jetzt hier 3 Tage warten. Das werden die Fäustlinge uns jetzt ungefähr rausgeholt haben. Dann passt das, denke ich schon.
Gut, dann wollen wir jetzt mal gucken, dass wir für einige Zeit hier warten. Beziehungsweise, was haben wir hier? Nach 3 Tagen zurückzukehren. Okay. Da müssen wir mal schauen. Also, wir zählen dann einfach quasi jetzt gleich die Tage. So, das müsste jetzt rein von meinem Geld, sagt er mir jetzt gerade, dass das der erste Tag war. Von meinen Abzügen her. Ja, dann schauen wir mal weiter. Ich habe gerade keine Nahrungsmittel mehr, stelle ich gerade fest. Das war jetzt übrigens der zweite Tag. Brauche jetzt noch ein paar Nahrungsmittel, die sind mir leider ausgegangen. Ja, hier Getreide. Bis wir 15 haben. So, bitte schließen. Wir haben eigentlich noch Leder, stelle ich gerade fest. Weiß nicht, woher ich das habe, aber ist okay. Ich glaube, die beiden lassen wir nochmal erstmal da. So, Getreide 15 und nochmal 10 Fisch. Ja, aber mehr möchte ich es auch nicht kaufen, ne? Ne, mehr möchte ich es nicht unbedingt kaufen. Lehm gibt es ja auch noch relativ billig. Naja, egal. So, erstmal die 4 Taler jetzt erstmal vom Nahrungsmittel aufgewandt. So, das war jetzt Tag Nummer 2. Einen Tag müssen wir jetzt noch aushalten hier. Ja, wie gesagt, sogar also dank unseres extrem hohen Workshop-Incomes, gerade von 200 Talern, ist es halt jetzt schon momentan echt angenehm. Also, da kann man tatsächlich sich momentan ganz gut versorgen lassen. Dementsprechend, das geht soweit ganz gut auf. Ich kann hier nochmal jetzt zur Taverne gehen, Gefangene übergeben, fällt mir gerade ein. So, kriegen wir nochmal 100 Taler. So, dann muss ich jetzt nochmal vielleicht warten. Bis Mittag. Ah, Protokoll aktualisiert. Sie hat es geschafft. Sauber, in übermittelster Zeit ist, sich mit ihr zu treffen. Gut, dann treffen wir mit ihr jetzt. Gut, dann wollen wir mal schauen. Dann wird es jetzt tatsächlich ein paar rivalisierende Banden hier eins auf den Platz geben. Ein bisschen Bandenkriege. Warum denn nicht? Kann ja auf jeden Fall auch mal witzig sein. Dann hören wir uns mal an, was die Gute dann noch wieder zu sagen hat. Dann gibt es jetzt bestimmt gleich mal ordentlich eins zwischen Löffel. So, sind wir bereit für den Kampf? Ich bin bereit. Lasst uns das zu Ende bringen. Gut, okay, wo treffen wir uns? Vor den Stadttoren oder wo gibt's jetzt hier voll als auf der Schnauze? Ah ne, mitten im Stadtbild. Ach so, das ist das wie früher, okay, wo wir nur so leicht bewaffnet sind. Verstehe. Alles klar. Gut. Jetzt kommen, gebe ich zu kämpfen. Was hat euch Sauerweinerz angestiftet? Hören Sie, es gibt keinen Grund, Blut zu vergießen. Ich hatte das große für uns alle, wenn ihr Blut vergießen wollt, steht gern zur Verfügung. Ich habe Wort gegeben und ich lasse mich nicht kaufen. Ja, genau. Also, ich verdopple, was auch immer sie bezahlt, wenn sie sich uns anschließen. Nee, ich habe auch mein Wort gegeben. Ich stehe zu meinem Wort, auch wenn ich jetzt tatsächlich in eine Straßenschlägerei verwickelt werde. So, und ich glaube, die Schlacht dürfen wir für uns entscheiden, ziemlich sicher. So, geschafft. Gut, sehr schön, Schlacht gewonnen. So, genau. Ja, wir haben halt einen kaiserlichen Legionär verwundet. Und ja, gut, die Söldner kamen von dem Kollegen, das heißt, es ist okay, also einen Verwundeten. Das ist okay. Da kann man sich schon mal einmal eins auf Latz hauen lassen für, keine Ahnung, wie viel waren das jetzt? 600 Taler oder so? Ah, es ist ein genauer Kampf wie der andere, den ich hatte. Hier, nimm den Geldbeutel, du hast ihn dir verdient. So, Sauerweins Beziehung auf 7 erhöht. Schöner Danus auf minus 5 verringert. Rivalisierende Bande, Erfolge abgeschlossen. Gut, sehr schön. Ja, ist immer gut, wenn man sich mal zwischendurch mal ein paar Verbündete schafft, mal hier, mal da. So, gut, dann haben wir jetzt dann die Sache abgeschlossen. Weiß ich auf jeden Fall, hier werde ich demnächst dann wen anders hinschicken. 3 Tage warten kann ich auf jeden Fall nicht mehr erlauben. Das ist dann zu viel Zeit, die flöten geht. So, das heißt, jetzt geht es erstmal weiter. Hier haben wir Getreide, hier haben wir Getreide. Das sind jetzt auch nicht mehr Ortschaften, wo ich jetzt unbedingt vorbeischauen muss. Hier haben wir dann halt unsere Pferde. Nee, das ist alles erstmal irrelevant. Wir gehen jetzt tatsächlich weiter. Wir gehen jetzt nach Lykeron und wir müssen jetzt dann da hinten schauen, was für eine Produktionsstätte wir jetzt dann errichten gehen werden dort hinten. Ja, das werden wir uns jetzt alles als nächstes dann zu Gemüte führen. Momentan machen wir nur ein Minus auch von 160. Das ist echt akzeptabel. 20.000 haben wir jetzt hier schon.
Also da sind wir auch jetzt tatsächlich instant fast nicht mehr besonders weit weg von einem dritten potenziellen, von einer dritten potenziellen Aktion. So, wir können hier nochmal kurz gucken, das nochmal hinter uns verschieben. Wir brauchen hier noch ein paar Pferde. Wobei ich könnte halt auch ein paar Pferde demnächst echt mal kaufen. Das wäre halt jetzt auch mal langsam Zeit, dass die Jungs dann mal langsam aufsatteln dürfen. Ne, also von daher soweit alles tutti. So, wir gehen jetzt nach Lykaron, beziehungsweise warten nochmal ganz kurz hier. Ich müsste mir einmal ganz kurz noch ein paar Infos holen. Lykaron hat die Dörfer Sagora und Kanteron. Das sind die beiden Dörfer, die jetzt hier direkt umgeben sind. Sagora hat Schafe und Midland Palfreys. Das sind die direkt unterstellten Dörfer. Die Frage ist, wohin gehen jetzt die Waren von den anderen Dörfern hier, von den Festungen? Müssten die nicht eigentlich auch hier hinten im Einflussgebiet sein? Also hier kriege ich tatsächlich nur weitere Informationen darüber. Muss irgendwie kurz noch gucken, dass ich das vielleicht noch weiterlesen kann. Sicherheit, Mauern, Nahrungsmittel, Wohlstand, Miliz. Ne, soweit alles okay. Sekunde, ich kann mal eben die Markierung, fällt mir gerade ein, hier vorne rausnehmen. So, zack. Die Markierung nehme ich mal ganz kurz raus, braucht keinen Arsch mehr. Wichtig ist, dass die Markierung rausnehmen, weil sie trotzdem mit drin hat. Ja, jetzt hat er es geschafft. Okay, alles klar. Gut, die Markierung habe ich schon mal rausgenommen, das ist schon mal ganz gut. Die Markierung hier vorne, ja. Lassen wir nochmal drin, wer weiß. Vielleicht will ich mich da doch nochmal irgendwo umentscheiden. Nee, also auf jeden Fall weiß ich jetzt nicht ganz, aber. Theoretisch in der Schafe, das dann das Haupteinkommen, aber ich weiß nicht, was mit den umliegenden Städten aussieht. Sbotia gehört wozu? Jetzt Sbotia zu Fykon. Sbotia und Saldanes gehören dazu. Das sind die beiden Dörfer, die dazu gehören. Das heißt, Morenia gehört wahrscheinlich zu Festung Morenia. Da ist nur die Frage zum Beispiel, wo deren Einflussgebiet hergeht. Festung Morenia. Da geht halt auch an Regia. Ja, ich weiß nicht. Ich möchte mir jetzt auch nicht eigentlich zu viel hier machen. Also ich denke mal, Schafe ist schon tatsächlich das richtige Gut hier. Und Schafe müssten eigentlich Wolle bilden, oder? Das ist jetzt hier die ganz große Preisfrage. Und hier haben wir noch ein Didius Sauerkraut. Gründungs fürs Grobe. Was hast du denn jetzt hier? Mitarbeiter von Sauerkraut wurde von Kopfgeldjägern gefangen genommen. Nee, danke, brauche ich jetzt nicht. Ich muss jetzt nicht noch mit dem Kopfgeldjägern prügeln gehen. Das ist mir jetzt doch so ein bisschen zu finster. Nee, komm, wir gehen jetzt durch das Stadtzentrum durch und werden jetzt erstmal gucken, wie viel wir für die Werkstatt hier bezahlen. Und dann müssen wir gucken, was wir daraus machen. Also Schafe wäre theoretisch irgendwas mit Wolle, ne? Zumindest nach meinen Vorstellungen gerade. Müssen wir mal schauen, was wir so für Möglichkeiten haben, was wir bauen können. Und je nachdem, was wir dann erbauen können, werden wir dann halt irgendwas Sinnvolles damit anstellen. So. Die Töpferei muss das da hinten sein, ne? Und die Wollweberei? Die Wollweberei. Und ich glaube, Wollweberei ist auch jetzt exakt das Richtige, was ich brauche, ja. Wir gehen zur Wollweberei davon, werden die kaufen, werden die genauso belassen, weil das müsste tatsächlich auch nach meinem Geschmack gerade den größten Profit bringen, oder? Würde mich zumindest wundern, wenn nicht. Weil einfach hier ja die Einflussgebiete dementsprechend auch so verteilt sind. Darf ich nochmal? Dankeschön. So, zack, Wollweberei. Sackgasse. Muss ich jetzt extra eine Ehrenrunde drehen? Anscheinend ja. Gut, dann drehen wir nochmal eben kurz eine kleine Ehrenrunde. Auch Sackgasse. Hier kann ich durch. Ne, hier kann ich auch nicht durch. Dann muss ich hier durch. So, okay. So, da haben wir jetzt hier Saris Eisenwarengilde. Das ist jetzt auch nicht das, was ich brauche. Die Schmiede da vorne. Oder die Wollweberei. Was ist denn das jetzt? Was muss ich mir jetzt hier. Wo kann ich denn jetzt was kaufen? Ich will mal zur Wollweberei tatsächlich erstmal gehen. Ich versuche erstmal die zu kaufen, weil die Schmiede müsste ich nämlich erst umbauen. Versuchen also da hinten vielleicht die Wollweberei zu kaufen. So, Wollweberei. Hier sind wir richtig. Also, Wollweberei. Grüße gehen raus. Hier sitzt Alena. Das Maultier mit ein paar Bodyguards. Hier haben wir einen Ladenarbeiter. Ich möchte diese Werkstatt kaufen. Kostet uns 14.000 Taler. Ja, so, was haben wir denn jetzt hier? Silberschmiede, Gerberei, Brauerei, Töpferei, Leinweberei, Samtweberei,
Holzwerkstatt, Schmiede, Olivenpresse, Weinpresse. Ja, ihr macht einfach weiter so. Genau, die Werkstatt stellt Kleidungsstücke aus Schafswolle her. Genau, sind immer gefragt. Sicher, dass sie ein Wollbrei eröffnen möchten? Ja, bin ich mir sicher. So, 14.000 bezahlt. Das zweite Teil bekommen. Mit, ja, den werden wir uns ja schon irgendwie alle anfreunden hier. Ist schon okay. So, wichtiger ist jetzt, dass wir jetzt tatsächlich den zweiten Workshop dann offen haben. So, das heißt also, wir haben jetzt einen zweiten Workshop gekauft, sind jetzt noch bei 7.000 Talern. Ja, der wird wahrscheinlich ein paar Tage brauchen, um die ganze Geschichte ans Laufen zu kriegen. Aber dann haben wir jetzt erstmal den zweiten Workshop stehen, 7.000 Taler haben wir noch, damit werden wir erstmal soldmäßig hinkommen. Und dann haben wir jetzt auch, denke ich, erstmal wieder gut was geschafft. Jut, jut, Freunde, jut, jut. Okay, das heißt, ich glaube, wir haben es dann erstmal an dieser Stelle für heute wieder geschafft. Ich bin soweit erstmal ganz zufrieden. Auch trotz des kleinen Spielabsturzes haben wir es noch wieder geschafft, das alles hier wieder einigermaßen gekonnt zu regeln. Ich bedanke mich ganz herzlich draußen bei euch fürs Zusehen. Beim nächsten Mal müssen wir dann schauen, wo und wie wir genau weitermachen. Ich wickel mir bis dahin dann nochmal einen Plan. Bis dahin würde ich einfach sagen, war es von meiner Seite aus. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch da draußen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag, Freunde. Halt die Ohren steif, haut rein und ciao. Hat dir das Video gefallen und würdest du gerne mehr von sehen? Oder schwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das für uns momentan alles nur sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 Euro pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick nicht viel Geld, aber wenn bereits jetzt jeder Abonnent uns diesen 1 Euro geben würde, können wir YouTube bereits Hauptprofi umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir bald unseren Traum von YouTube zu leben Realität werden lassen können.